wenn wir die Qualität unserer Netze nicht nur erhalten wollen, sondern auch sicherstellen nach vorne, bedeutet das immer Innovation und auch Modernisierung. Und dazu gehört auch, dass wir die Software modernisieren. Wenn man sich überlegt, wie oft wir das machen pro Jahr, dann ist das verschwindend gering, aber jeder Einzelfall ist natürlich ärgerlich und wir arbeiten sehr hart daran, dass es nicht passiert, aber ausschließen kann man es leider nicht. Herr Asra, guten Tag. Guten Tag, ich grüße Sie. Würden Sie sich einmal ganz kurz vorstellen? Ja, ich bin Hussam Azrak und ich bin Unternehmenssprecher der Deutschen Telekom AG. Heute Morgen gab es eine Störung der Notrufnummern 110 und 112 übers Bundesgebiet verteilt. Was war da los? Also, was war da los? Wir haben ein notwendiges Software-Updates vorgenommen im Kernnetz der Deutschen Telekom. Warum ist es notwendig? Also wir werden ja regelmäßig ausgezeichnet, dass wir die besten Netze haben. Das kommt nicht von ungefähr, dafür muss man was tun. Das ist einmal der Netzausbau, aber einmal auch natürlich die Modernisierung. Dazu gehören auch Software-Updates. Diese machen wir immer über Nacht, damit wir Auswirkungen möglichst ausschließen können. Und das machen wir einige 10.000 Mal pro Jahr. Oui. Auch dieses Mal haben wir die Software auf Herz und Nieren getestet. Es gab keine Auffälligkeiten bei den Testungen und deswegen haben wir uns entschlossen, dann dieses Update zu machen. Und wir machen es immer nachts. Und wir haben für kritische Infrastruktur, wie zum Beispiel die Notrufe, auch immer mehrfach redundante Systeme. Was ist aber passiert? Diese Software hat leider die Vermittlung, also die Verteilung der Notrufe an die Leitstellen durcheinander gebracht, sodass die nicht mehr durchgedrungen sind. Weil es gibt ja ganz konkrete Vorgaben, welche Notrufe an welche Leitstelle gehen, damit es möglichst ortsnah ist. Das ist durcheinander gegangen. Unsere automatisierten Warnsysteme haben aber angeschlagen, sodass wir glücklicherweise auch direkt dann um 4:30 Uhr, als das passierte, an der Behebung, das heißt an der neuen Aufspielung der Software, arbeiten konnten. Und das war dann um 5:40 Uhr behoben. Wann startete nochmal der Ausfall? 4:30 Uhr in der Früh. 4:30 Uhr, also so knapp 1,5 Stunden hat es Eine dann Stunde gedauert. und 10 Minuten, genau. Ja. Welche Bundesländer waren betroffen? Also es war bundesweit waren Leitstellen betroffen, aber es waren nicht alle betroffen, weil die Telekom ja auch nicht alleine Betreiber dieser Systeme ist. Aber bei uns war es der Mobilfunk und bei uns war es auch das Festnetz. Also all die Leitstellen, die an die Telekom angeschlossen sind, waren betroffen. Das war bundesweit, aber nicht flächendeckend und nicht jede Leitstelle war betroffen. Mehrere 10.000 Wartungen pro Jahr. Also da ist ja 365 Nächte gibt es im Jahr. Da ist ja ordentlich was los in der Nacht. Also Ja, also das sind ja manchmal lokale Sachen oder Updates, die nicht im Backbone betreffen, sondern beispielsweise an einer einzelnen Funkzelle oder an einer einzelnen Funkantenne. Also das sind Dinge, die routinemäßig durchlaufen. Das ist für uns jetzt kein Sonderfall. Aber für alles gilt natürlich, dass wir das im Vorfeld absichern und testen und prüfen und erst dann loslegen. Das, was wir nie gedacht haben, ist jetzt tatsächlich eingetroffen. Das sind nämlich auch die mehrfach redundanten Sicherungen dieser Systeme mit betroffen waren. Das war die besondere Situation. Ist denn eine Cyberattacke jetzt völlig ausgeschlossen? Ja, nach jetzigem Kenntnisstand können wir das ausschließen, weil wir ja die Ursache gefunden haben, auch beheben konnten. Warum das jetzt dazu gekommen ist, das wollen wir noch im Detail analysieren. Das ist für uns,
für das Betreiben, und zwar das fehlerlose Betreiben, natürlich von entscheidender Bedeutung. Also wir nehmen das sehr, sehr ernst, was da passiert ist, und wollen dann natürlich auch im Detail wissen, warum, um es künftig ausschließen zu können. Aber eine Cyberattacke hat es nicht gegeben. Wie viele Notrufe pro Tag gehen denn da so ins Notrufnetz ein? Oh, das weiß ich gar nicht. Das zählen wir ja auch gar nicht. Wir sind ja Betreiber für den Bund. Aber ja, kann man sich vorstellen, dass die Notrufe ja Polizei, Feuerwehr, Krankenwagen, alles über diese beiden Notrufnummern abgewickelt werden. Das meiste passiert, und das können wir, glaube ich, davon ausgehen, nicht nachts, zur Nacht schlafender Stunde. Aber es ist nicht ausgeschlossen, dass es Beeinträchtigung bei dem einen oder anderen gegeben hat. Aber glücklicherweise waren wir sehr, sehr, sehr schnell. Also wir haben ja gerade mal knapp über eine Stunde gebraucht. Wie funktioniert eigentlich dieses Notrufnetz und was ist vielleicht für einen Laien erklärt der Unterschied zu dem normalen Festnetz oder Handynetz? Also Notruf kann man gebührenfrei immer absetzen. 110 ist, ich glaube, europaweit und mehr Ländern vertreten. Was ist da die Technik und wie funktioniert das? Also das Besondere an den Notrufnummern 110, 112 ist, dass es im Mobilfunk und im Festnetz unabhängig von dem Netzbetreiber ist. Im Mobilfunk, egal welches Netz ich nutze, das Netz, das Netzempfang gewährleistet, setzt diesen Notruf ab. Also wenn ich als Vodafone-Kunde gerade im Telekom-Netz bin, dann spielt es keine Rolle, wo ich Kunde bin, sondern es spielt nur eine Rolle, dass ich einen Netzempfang habe. Und im Festnetz ebenso, egal, ob ich einen Telekom-Anschluss habe oder einen Anschluss von einem anderen Netzbetreiber, dieser wird durchgeleitet. Und das ist auch notwendig und auch geregelt. Das regelt die Bundesnetzagentur, also die Kontrollbehörde für die Telekommunikation. Und da ist auch sehr komplex und kompliziert festgelegt, wie der Aufbau des Netzes ist. Es soll ja möglichst schnell Hilfe kommen, deswegen ist es regional aufgebaut. Und das kann man sich vorstellen wie so ein Navigationssystem, das mich dann auf dem schnellsten Wege zum Ziel führt. Ne? Also, und das passiert im Backbone. Da ist dann das eigene Netz, die eigene Netzinfrastruktur angebunden in dem Kernnetz. Dort werden dann die Notrufe verteilt an die richtige Leitstelle. Und genau das ist durcheinander geraten bei dem Software-Update. Also das heißt, die Notrufe oder die Verteilung der Notrufe an die Leitstellen ist durcheinander geraten. Und das konnten wir dann mit dem erneuten Aufspielen der Software korrigieren. Und was war dann heute Morgen bei der Telekom für ein Betrieb? Also da wurde dann dieser Fehler festgestellt, er wurde gemeldet. Und dann, haben dann die Mitarbeiter, die da waren, sich darum gekümmert oder mussten noch mehr kommen? Oder wie darf man sich das vorstellen? Also das Software passiert ja nicht automatisiert. Das sind ja dann die Spezialisten ohnehin dabei, überwachen das, überwachen die Notsysteme. Wir überwachen unser Netz ja ohnehin 7 Tage die Woche, 24 Stunden und unseren Leitstellen, wo wir nicht nur die Netze überwachen, sondern auch die Services, also funktioniert Telefonie, funktioniert SMS, funktioniert das mobile Internet, funktioniert das Festnetzinternet. Also unsere gesamte Netzinfrastruktur wird da kontrolliert. Das heißt, wir haben immer einen 24-Stunden-Betrieb an 7 Tagen der Woche. Und dann kommt natürlich eine geübte Kaskade für die Entstörung. Man kann auch sagen, für den Krisenfall. Und genau das ist passiert, sodass wir dann unmittelbar schon aktiv werden konnten. Also wir mussten niemanden aus dem Schlaf wecken. Okay, stand alles bereit. Ja, gibt es noch etwas, was unbedingt gesagt werden müsste? Ja, jetzt kann man sich natürlich fragen, wieso passiert einer Deutschen Telekom, die sich dafür rühmt, das beste Netz zu haben, gerade sowas. Infrastruktur ist komplex, Software ist komplex, die Hardware ist komplex und das ist leider, das kennt man vielleicht vom heimischen PC, wenn man da ein Update macht oder von dem Smartphone, dass das dann nicht immer reibungslos betrifft und das ist ein harmloses Smartphone. Das ist
ja, nicht immer ganz auszuschließen. Ärgerlich ist es, wir ärgern uns sehr darüber, gerade auch, weil es so ein wichtiges Instrument ist, das ja für die Sicherheit der Bürger sorgt, auch das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenschutz, mit denen standen wir sehr, sehr schnell und sehr eng in Verbindung. Und die wiederum haben dann andere Warnsysteme aktivieren können, wie beispielsweise die NINA-App, die vielleicht viele kennen. Ja. Und für uns bedeutet das, ja, wir müssen das natürlich machen, was ich eben schon mal angedeutet habe, wenn wir die Qualität unserer Netze nicht nur erhalten wollen, sondern auch sicherstellen nach vorne, bedeutet das immer Innovation und auch Modernisierung. Und dazu gehört auch, dass wir die Software modernisieren. Wenn man sich überlegt, wie oft wir das machen pro Jahr, dann ist das verschwindend gering. Aber jeder Einzelfall ist natürlich ärgerlich. Und wir arbeiten sehr hart daran, dass es nicht passiert. Aber ausschließen kann man es leider nicht. Also alternative Warnsysteme oder überhaupt Warnsysteme ja, verdienen jetzt eine ganz neue Aufmerksamkeit. Haben Sie denn eine Warn-App für Katastrophen? Haben Sie NINA zum Beispiel installiert auf Ihrem Handy? Ja, ich habe NINA selber natürlich installiert, aber wir informieren unsere Kunden ja über die Telekom-Kunden-App auch und geben über diese dann auch Statusmeldungen heraus, wenn wir beispielsweise bei bestimmten Systemen ein Update machen. Jemand, der bei uns Magenta TV nutzt, der wird beispielsweise auch von uns informiert, dass geplant ein Update am bestimmten Datum über Nacht vorgesehen ist. Ja, das machen wir auch, aber ich persönlich nutze die NINA-App, ich habe die Corona-Warn-App, also all diese Dinge, ja, ist, glaube ich, klug, sich nicht auf ein System zu verlassen, sondern auch da redundant zu sein. Es soll ein neues System eingeführt werden, GSM-Warnsystem. Wissen Sie etwas darüber und können Sie etwas darüber sagen? Ja, das ist das sogenannte Broadcast-System, das ist ja diskutiert worden als das Hochwasser in Teilen von NRW und Rheinland-Pfalz. Viele sprechen vom Ahrtal, aber es war ja nicht nur das Ahrtal. Wurde ja ein System gefordert, weil die einzelnen Bundesländer, die Behörden angeblich nicht schnell genug gewarnt haben oder so eine App nicht von jedem genutzt werden. Also war die Frage, dass man analoge Warnsysteme, das ist die berühmte Sirene, die geht, reaktiviert und auf modernsten Standard bringt, dass solche Apps genutzt werden und dass es auch von den Netzbetreibern, also Telekom, Vodafone, O2, als Betreiber ein solches Broadcast-System gibt, um automatisiert SMS-ähnlich eine Push-Nachricht an jeden, der in diesem Gebiet das betroffen ist, eine Warnmeldung rausschickt. Ja, das ist beschlossen, also der Bund und die Bundesländer und das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenschutz ist ja da auch federführend, gemeinsam mit der Bundesnetzagentur. Das ist ein zusätzliches und ich glaube wertvolles Instrument. Ja. Warum wurde das denn nicht schon früher eingeführt? Na, das ist eine politische Frage, die können wir natürlich nicht beantworten. Ich kann aber etwas dazu sagen, dass es ein solches System schon mal gegeben hat. Und zwar war das damals und deswegen auch Broadcast ein Informationsdienst, den die Netzbetreiber hatten, wo es ähnlich wie das mobile Internet heute, das war ja vor dieser Zeit des mobilen Internets, bestimmte Themen, Nachrichtendienste oder so verbreitet wurden. Und das Entscheidende ist, dass beim Broadcast niemand sich speziell einloggen muss, niemand muss sein Internet aktiv den Browser geöffnet haben, sondern es funktioniert wie ein Radio. Jeder, der das Radio eingeschaltet hat, und hier wäre es dann zum Beispiel das Smartphone, erhält automatisch diese Nachricht. Und das Schöne an diesem System ist, dass es auch völlig datenschutzkonform ist, weil es überhaupt gar keine Daten von den Personen, die diese Nachricht empfangen,
bekommt oder braucht, so wie der Radiosender ja auch nicht weiß, dass ich gerade diesen Sender höre, sondern ich habe die Frequenz, ich habe das Radio eingeschaltet, dann höre ich das Radioprogramm. Und das ist bei dem Broadcast-System genauso. Auch das würde nicht von uns oder den anderen Netzbetreibern ausgespielt, sondern Inhalte und Ausspielung und den Impuls, ich drücke jetzt auf den Knopf, würde dann von der verantwortlichen Behörde, das kann das BBK sein, das können aber auch andere sein, ausgelöst. Wir sind dann nur die, die es über das Netz zustellen. Ich habe noch eine Frage. Warum ist denn die Telekom Treiberin des Notrufnetzes? War das mal eine Ausschreibung oder? Ja, wir sind es nicht alleine. Aber ja, das ist ein Auftrag. Da kann man sich drauf, das wird ausgeschrieben und dann ja, ganz normale Ausschreibung über öffentliche Hand. Ne? Ja. Okay. Ja, vielen lieben Dank. Ich danke Ihnen.